In Rom geht der G20-Kulturgipfel an diesem Freitag zu Ende. Die Agenda der Vertreter der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer ist umfangreich. Der Schutz von Kulturgütern vor den Auswirkungen des Klimawandels sowie eine Starthilfe für die von der Corona-Krise hart getroffene Kulturbranche. Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie wichtig Kultur für unser Leben ist. Leere Plätze sowie geschlossene Museen, Kinos, Theater und Bibliotheken haben unsere Städte ausbluten lassen. Deshalb wissen wir nun, dass Kultur der Schlüssel zur Erholung und der Motor für innovatives, nachhaltiges und ausgeglichenes Wachstum sein wird. Die Eröffnung des G20-Kulturgipfels fand am Donnerstagabend im weltberühmten Kolosseum statt.